Da ist etwas, doch ich kann es nicht genau erkennen. Ein Stempel. Ach, hier brauchen wir die Münzen. Guck mal. Ah, falsch da. Und da. In meinem Traum letzte Nacht hatte ich eine Vision. Ein Kämpfer mit einem flammenden Schwert, ein Bild von Stolz und Leid zusammen, betrat den Lebensbaum. In diesem Traum verstand ich, dass der Zaubersamen der Schlüssel zu allem ist. Er darf die Göttin niemals erreichen, wenn wir die dunklen Zeiten verhindern wollen. Kurz bevor der Traum verblasst, betrat ein junger Mann die Küste der Schreckensinsel, um sich um die seltsamen Risse zu kümmern. Er wurde von einem rätselhaften Figur begleitet, deren Identität ich nicht benennen konnte. Etwas hat die Wahrnehmung des schwarzen Schwans beeinträchtigt. Sie glaubt, richtig zu handeln. Aber ohne den Samen werden die Risse der Insel verschlingen. Haben wir noch ein Schildchen? Jo, was haben wir hier? Eine kleine Navi? Oh, guck mal. Das ist der Samen. Da ist der Zaubersamen. Jetzt muss ich ihn nur noch herausbekommen. Da scheint noch irgendwas zu fehlen. Guck mal, haben wir nicht irgendwas zum Einsetzen hier? Bronzeschwan. Zaubersamen, wenn ich... Okay. Also wir haben jetzt einen Schwan gefunden. Was ist denn das? Ein schwarzer... Ach, den schwarzen Schwan haben wir gefunden. Okay. Leider ist nämlich was unvollständig. Okay. Da ist zugenagelt, da kommen wir ja im Moment nicht ran. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal. Weil da hinten kommen wir jetzt nicht weiter. Wir haben ein Schild. Lauf. Halt den Schlüssel! Ach, geh nochmal zurück. Wann ist das Kapitel? Also das erste ging ja schnell, das Kapitel. Und beim zweiten hängen wir jetzt wieder so ewig. So. Tresoröffner. Ein Tresoröffner, den werden wir jetzt hier für den da brauchen, oder? Zack. Okay. Leute. Platziere die Kugel, damit sie auf die richtige Stelle am... Nein, rausgehen wollte ich nicht. Na gut, das Rätsel machen wir am besten beim nächsten Mal. Denn wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, es frisst immer mehr Zeit und ich wollte eigentlich bald ins Bett. Es ist ja schon wieder so unsagbar spät bei mir. Na gut, ihr Lieben, ich wünsche euch dann was. Das Rätsel, wie gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Und ich werde mich natürlich nicht spoilern. Ich werde nicht heimlich weiterspielen. Und ja, ich wünsche euch jetzt was. Wir haben ja schon 9er. Haben wir schon 9er? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Haben wir. Super. Alles top gemacht. So, eine Parabel haben wir. Habe ich auch schon vorgelesen. Und damit, ja, verabschiede ich mich für diese Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Zurück bei Dark Parabels. Die Schwanenprinzessin und der Lebensbaum. So, jetzt haben wir es. Ja, wir haben... im letzten Jahr geendet, sind jetzt im neuen und jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo wir aufgehört hatten.
Der Fuchs ist davongelaufen. Okay, wir haben aber keinen Fuchs. Gut. Wir hatten ja jetzt hier hinten diese kleine, diesen Samen, den fliegenden Samen gefunden. Platziert die Kugeln, damit sie auf die richtige Stelle am unteren Rand fallen. Achte dabei auf Farben und Formen. Wähle die goldenen Absperrungen aus, um die Fallrichtung der Kugeln zu ändern. Wähle den grünen Pfeil aus, um die Kugeln fallen zu lassen. Das ist der grüne Pfeil. Die blaue muss darüber. Das bedeutet, sie muss hier runterfallen. Hier runterfallen. Und dann da runterfallen. Allerdings müssen wir aufpassen, dass sie dann mit dem Lilanen da rüberkommt. Das heißt, blau da lang, lila da lang. Stimmt schon mal. Dann muss lila da lang. Und dann da lang. Rot würde zuerst hier rüberfallen. Dann wieder hier rüber. Und dann so. Und vielleicht müsste es jetzt eigentlich mit allen anderen auch funktionieren. Wir probieren es. Passt sogar. Supi. Nein, nicht wegfliegen. Hey, bleib hier. Mein Kopf. Alter Schwede. Hey, only members of the Swan Guard are allowed to touch the seed. Das sagt die, die den entführt hat? Who are you? And how did you find this place? Did someone send you? I remember you. From my dreams. You need to let go of that seed. Der Talisman hat versehentlich mehr Macht, als ich vermutet habe. Ich wollte sie nicht hinunterstoßen. Ich brauche den Samen. Na, komm her. Du hast den Finger geglitten. Der Samen scheint sich nicht vor mir zu fürchten. Ich muss ihn schnell zur Prinzessin bringen. Haben wir die denn gerade... Oh, das wollten wir doch gar nicht. Da ist etwas, das ich nicht... Doch, ich kann es nichts Genaues erkennen. Ja, der Samen muss jetzt zur Prinzessin. Was haben wir jetzt nur angestellt? Ich muss übrigens ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 9, gut. Progress. Das sind die ganzen Errungenschaften, nämlich. Ich wollte es nämlich nur kurz eigentlich weg haben. Weil hier unten die 4 mich die ganze Zeit gestört hat. Jetzt muss ich auch kurz gucken. Wir hatten jetzt schon eine Parabel vollständig, ne? Da hier. Und mehr noch nicht. War ganz hinten nicht noch eine Parabel? Ich finde die Musik schön. Oder hatten wir die dritte Parabel hier gefunden gehabt? Ich hätte nochmal in die letzten Folgen reingucken sollen. Oder in den kleinen Rest, der noch existiert von der letzten Aufnahme. Na gut, hier scheint nichts rumzuwabern. Nichts die Form zu ändern, gut. Na, dann gehen wir den Samen jetzt der Prinzessin bringen. Wobei ich ja, wenn ich ehrlich sein soll, ein bisschen Bedenken habe dabei. Ich weiß nicht mal warum.
Eine scheinbar undurchdringbare... Achso, die... Ja, klar. Hey, da hat sich etwas auf die Musik auf der anderen Seite getan. Okay, gehen wir mal gucken. Jetzt können wir hier rumwimmeln. Ach! Wir müssen die ganzen falschen Mosaikteilchen jetzt hier rausfischen, glaube ich. Alles, was halt nicht richtig hier drin aussieht, wird erstmal weggeklickt. So. Eins mit hauptsächlich Gelb noch. Mit hauptsächlich Gelb. Es ist schwieriger, als es aussieht am Anfang. Ah. Und jetzt noch so ein dreieckiges Ding. Da. Auch gefunden. Schick, und jetzt? Darf ich jetzt irgendwie weiter? Ach, jetzt. Das Wiederbringen des magischen Samens sollte das Leid der Insel beenden. Oh, you got it back. Now we can finally start the ceremony. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie meine Zweifel, dass es... Die hat nichts Gutes im Sinn. One final gift for you. Ich hab's geahnt. The price for this will be high. Ich hab's geahnt. Die hat doch das. Ja! Das war so offensichtlich. Hey, are you all right? Come on, you have to get up. Okay, sie scheint erstmal da hinten gebannt. I can't believe this. The goddess is dead. I took the seed to save her, but instead I failed her. Naja, nicht ganz. Wir sind ja eigentlich schuld. There's no telling how Flora's power will affect the Swan Princess. She's undergoing some kind of transformation. I had a vision of a man who could help us, but we must leave the palace quickly. Meet me at the lake. I'll explain everything there. Also sozusagen wirft sie uns schon wieder mehr Fragen auf, als Antworten zu geben. Kapitel 3. Ich sehe auch die Eiche sofort. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt, tut mir leid. Ich habe die Eiche gerade gesehen, die wollte ich irgendwie da nicht so zurücklassen.
Flora hielt das Objekt bis zu ihrem letzten Anzug und klammert. Hoffentlich ist das nicht Floras Ende. Die Taten der Schwanprinzessin sind unverzeihlich. Eine Harfe habe ich schon mal gestimmt. Ich brauche das richtige Werkzeug.